warum er im Haus Weika die ganze Auslagenpassage, das Innere der Auslagen, auf neuestem Stand gestellt. Und im Zuge dieser Erneuerung haben wir im Anschluss dann auch die Chance genützt und gleich die Uhr selbst mitsanieren lassen. Wir haben teilweise schon viel Grazer Urgestein, Sachen restauriert, neu gebaut und dann ist man in den Köpfen verankert und dann wird man kontaktiert, wenn so spezielle Sachen eben gebraucht werden, da wir eigene Produktion haben, wir in der Nähe sind und dadurch hat sich das so ergeben. Die Weikertour dieses Jahr 1930 ist eines der Hauptjahre gewesen der großen Bauhaus-Ära. Die Uhr stammt schon aus einer Zeit, wo ein gewisser Schwerpunkt auf das Design gelegt wurde. Wir haben da mit dem Herrn Gösselbauer einen ganz tollen Partner gehabt, mit dem wir das ganze Projekt mehr oder weniger durchgeplant haben. Wir haben die Uhr demontiert und dann haben wir sie einfach bei uns im Werk zerlegt und haben wirklich von Grund auf erneuert. Wir haben die LED-Technik gemacht, wir haben die ganzen Metallteile neu aufpoliert, wir haben die ganze Ausleuchtung geändert auf LED-Technik, die Uhrzeiger sind alle sandgestrahlt und sind lackiert worden, die Buchstaben von Weika, die sind komplett sandgestrahlt worden, die sind neu lackiert worden, sie strahlt jetzt wieder und ist für die nächsten Jahre wieder gewappnet. Ich möchte sagen, im Inneren ist sie modernisiert worden, dass sie der Zeit entspricht. Was die Sanierung betrifft, war die Hauptaufgabe, das schöne Designelement wieder so schön wie möglich hinzubringen. Das ist dort tadellos gelungen, sensibel saniert, vorsichtig restauriert, dass sie die nächsten Jahre und Jahrzehnte wieder ihrem Hauptaugenmerk nachkommt und es ist die genaue Zeit anzuzeigen. Das ist auch die Uhr, die steht jetzt da und die muss da stehen, weil sie immer da war. Sie müssen sich die Reaktionen vorstellen, wie dann die Uhr abmontiert wurde. Man würde dann ansprechen, ja, was passiert mit der Uhr? Ihr lasst die Uhr da stehen. Und darum ist sie so wichtig. Die Uhrzeit ist nicht wichtig. Die hat halt jeder am Handy, hat seine Armbanduhr. Der Treffpunkt, der ist wichtig. Es ist, glaube ich, für jeden Grazer die Weikertuhr ein Symbol. Aus Zeiten, wo man noch kein Handy gehabt hat, hat man sie bei der Weikertuhr getroffen. Das ist für jung, das ist für alt, das ist einfach ein Symbol von Graz. Und irgendwie hat uns das erfreut, dass wir da mitwirken können, dass sie jetzt wieder in neuen Glanz erstrahlt. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir uns da das erste Mal getroffen haben. Wir sind ja beide keine Grazer, meine Frau und ich. Und wir haben uns tatsächlich immer wieder an und bei der Weikertour verabredet.